Ja, wichtig ist, glaube ich, dass man was Eigenes entwickelt, dass man nicht irgendwas probiert zu kopieren. Da ist Salzburg so weit voraus, das wird auch niemand nachmachen können. Deswegen muss man auf sich selber schauen, seinen eigenen Weg finden und den dann zu optimieren, so wie es jetzt gerade vorher war, über gutes Scouting, dass man wirklich Top-Legionäre dazu holt, dann vielleicht auch die eigenen Spieler, die von unten nachkommen, über mehrere Jahre zusammenhalten kann, dass da ein richtig guter Kern entsteht. Und dann glaube ich schon, dass man Salzburg wieder angreifen kann. Aber es ist natürlich ein Prozess, der nicht von heute auf morgen stattfindet, sondern den man jetzt anpacken muss auf jeden Fall. Und nicht, wenn der erste Wind geht, wieder komplett umwirft, sondern den konsequent geht, wenn man davon überzeugt ist. Und dann bin ich schon der Meinung, dass das sehr zeitnah trotzdem passieren kann.